Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sau im Dorf. Mein Name ist Dave Brüch, ich grüße euch. Ja, einige haben schon gedacht, Weihnachten fällt aus. Dachten, das wäre nicht so ein schönes Jahr. Dachten, das Fest kommt zu kurz. Aber unsere lieben Politiker haben ja schon gesagt, wir sollen uns auf das besinnen, was Weihnachten eigentlich ist. Ruhe, Zusammenhalt, ohne sich zu treffen. Und zwei Orangen reichen als Geschenk. Aber jetzt macht uns die EU ein Geschenk. Das ist unvorstellbar schön. Denn wir werden eine Impfbescherung erleben. Oh ja. Schon am 23.12. kommt der Impfstoff, ist er da und wird zugelassen. Es ist phänomenal. Und dann muss er nur noch ausgeliefert werden. Wenn die Horden dann losrennen in die Impfzentren, die Millionen von Menschen, so wie gestern mit den FFP2-Masken, wo die 27 Millionen bedürftigen über 60-Jährigen und Risikopatienten, also knapp 40% des Landes, zu den Apotheken liefen. Und so wird es auch sein. Es wird die Bescherung werden. Leider wird es erst nach Weihnachten eine Bescherung sein, denn die Auslieferung wird natürlich noch dauern, aber es wird phänomenal. Deshalb sollten wir das auch feiern. Und deshalb bin ich jetzt auch gerade auf dem Weg an der Autobahn, auf dem Weg nach Polen, um mir ein paar Böller zu kaufen und Raketen für 500 Euro. Die schmuggle ich dann über die Grenze, damit ich Silvester feiern kann in diesem Land. Das ist meine Bescherung. Ich freue mich so sehr. Und ja, ihr könnt hier drunter schreiben, wenn ich euch was mitbringen soll, dann schreibt drunter, wie viel Kilo Sprengstoff und beste Qualität. Und dann könnt ihr, schauen wir mal, wie wir das dann hinkriegen. Ja? Also, gutes Schmuggeln, frohes Fest und lasst die Bescherung geschehen. Euer Dave.